Hallo, herzlich willkommen bei Peter Zeidler Barbecue. Heute habe ich ein wunderschönes Stück Fleisch für euch, ein Flap Steak. Nicht Flank, sondern Flap. Flap sitzt über dem Flank. Es ist wunderschön marmoriert, es ist ein US-Stück, das ist ein Stück länger. Ich habe leider den Rest schon gegessen, weil es phänomenal schmeckt. Auch von der Metzgerei Robert Müller aus Flieten. Man bekommt es auch in der Groma in Schweinfurt, das ist eben die Metzgerei. Wir werden es heute marinieren mit einer Espresso-Kaffee-Marinade. Dazu haben wir einen Espresso, wir haben eine Sojasauce, wir haben eine Hot Chili Sauce und etwas Ahornsirup. Jetzt haben wir hier ein Gefäß, da geben wir unseren Espresso rein. Der ist natürlich kalt. Dann werden wir von der Chili, von der Sojasauce die Hälfte von dem Espresso-Glas, reicht völlig. Sojasauce, Entschuldigung. Dann werden wir genauso viel von dem Ahornsirup nehmen. Viel mehr. Und je nach Schärfe. Oh, passiert. Von der Chilisauce. Die werden wir jetzt rausfischen müssen. Rühren wir das schön um. Ist auch mein Teil weg. Schön rühren. Das könnte man natürlich im Ganzen machen. Klar. Aber wir, das stellen wir kurz auf Seite. Wir schneiden da schöne Steaks. Dann kurz eine kleine Faser drinnen. So, nicht allzu dick. So, 2 bis 3 cm. Reicht völlig aus. Und noch eines. Das Ganze tun wir jetzt marinieren für wenigstens 2 Stunden. Geben in einen Plastiksack unser Fleisch. Und geben unsere Marinade dazu. Wir haben also unser Flap Steak geschnitten, haben es einmariniert, haben einen Espresso dazu verwendet, etwas Sojasauce, die Hälfte vom Espresso, dann haben wir unsere Original Ahornsirup von Long Cabin verwendet und auch eine scharfe Chilisauce. Haben das einmariniert, das ist ungefähr jetzt natürlich nicht so lang, 2 Stunden wären besser, jetzt haben wir 1 Stunde einmariniert. Und würden jetzt das mal raustun in ein schönes Behältnis aus Glas, jawohl. Haben wir schöne Steaks geschnitten, wie gesagt. Kann man auch im Ganzen machen. Wir wollen aber heute schnell noch was zum Essen, kurz gebraten, also so 2 cm Stücke. Mal deswegen auf die Seite. Das Ganze werden wir heute machen auf einem Imperial 590 Einbaugerät. Der hat auf 250 Grad ist der hochgeheizt. Ihr seht, das Fleisch ist herrlich marmoriert. Das ist ein Flap Steak. Das liegt überhalb vom Flank. Für mich eines der besten Fleischarten zur Zeit. Vom Preis her 19 bis 20, 25 Euro, je nachdem, wo man es bekommt. Es ist wirklich butterzart. Man muss es auch nicht einmarinieren. Wir haben es heute mal gemacht. Das könnte man probieren mit dem Espresso eben. Ja, und jetzt werden wir auflegen hier. Ihr kennt ja meine Technik. 10 Uhr und 14 Uhr. Legen wir jetzt auf 10 Uhr auf. Herrlich. Edelschalkusroste, wie die schön zischen. Man riecht schon den Ahornsirup, der tut natürlich jetzt leicht karamellisieren. Darum dürfen wir nicht so lang warten mit dem Drehen. Maximal
eineinhalb Minuten pro Seite. Die eineinhalb Minuten sind um. Jetzt werden wir auf 14 Uhr drehen. Herrlich, der Geruch von dem Ahornsirup, das karamellisiert leicht, das merkt man richtig, das riecht man. Auch den Kaffee erahne ich zu riechen, also ich schon, ihr nicht. Aber ich denke, das riecht leicht nach dem Espresso auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, ich habe es schon mal ausprobiert, der Geschmack ist umwerfend. Wie immer, jetzt drehen wir das letzte Mal. Eine Minute auf 10 Uhr, nochmal auf 10 Uhr gedreht, auf 14 Uhr und jetzt drehen wir nochmal auf 14 Uhr. Da kommt unser Branding schön raus. Natürlich leicht dunkel, karamellisiert durch den Ahornsirup, aber das ist gewünscht, kein Problem. Unseren Grill können wir ausschalten, der hat genug Energie, dass er auf jeden Fall das Steak noch fertig brät. Gas kostet Geld, ich habe nicht so viel, drum haben wir ausgemacht. Die Zeit ist um, jetzt nehmen wir unser Flapsteak vom Grill. Herrliche Stücke, kurz gebraten. Ich rieche das. Wie immer lassen wir das kurz noch liegen auf dem Brett, um es kurz nachziehen zu lassen. Ist perfekt, schaut super aus. Jetzt geben wir schon etwas Salz und Pfeffer, das habe ich gemischt, von Wieberg ist das. Leicht drüber, nicht zu viel, weil wir haben ja schon die Sojasoße zum Marinieren gehabt, den Espresso, den Ahornsirup und die Hot Chili Soße. Unser Fleisch hat jetzt perfekt nachgeruht. Jetzt werden wir mal den ersten Schnitt wagen. Das ist schön. Medium Rare noch, genauso wie es sein soll. Ich schätze, es hat jetzt 56, 57 Grad. Das macht man ein dick weiter, das Fleisch, aus einem ganz einfachen Grund, weil es dann viel zäher ist, als wenn das wirklich noch roh innen wäre. Nehmen wir da wenig den Saft weg, das ist klar, das ist ein Fleisch, das ist sehr langfaserig. Ihr seht, wie grob die Struktur hier ist. Und ich glaube, ich werde heute wieder mein Lieblingswort verwenden müssen, das ist Butter. Ich probiere. Wahnsinn, Wahnsinn, der Kameramann lacht da. Also das ist Wahnsinn, das ist echt Butter. Das steht im Filet nicht viel weit hinten an, hat einen ganz dezenten Biss, ist aber butterzart. Für mich zurzeit mit das beste Stück Fleisch, was man kaufen kann vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Hat ungefähr so 1,5 bis 2 Kilo so ein Stück. Muss man rechnen, 60 Euro für die 2 Kilo. Bisschen weniger, bisschen mehr, je nachdem, wo man es bekommt. Also ich sage wieder, Butter, Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal, euer Peter Zeidler und noch meinen Kanal abonnieren.